Ich möchte noch mal daran erinnern, und die bleiben stehen, dass der erste und letzte Preis gesponsert wurde von der Firma Flink mit uns, die man auch im Internet besuchen kann unter der Adresse www.schrauberservice.de. So, und jetzt sind wir wieder beim Rennen. Die Schizophrenen sind im Wasser. Zwei jedenfalls davon, einer sitzt im Boot, noch nicht drücken. Noch nicht drücken. Boot festhalten, dass man euch aber auch alles vorsagen muss. Leute. Oh wei, oh wei, oh wei. Länger in der Bahn. Circa 23 Sekunden. Du nicht, wir wissen, wovon wir reden. Der ja, genau. Aber gebannt haben sie schnell. Und die Zeit haben sie angehalten nach. Mal gucken, ob die schneller Boot fahren können, wie sie arbeiten können, oder? Genau, du verstehst mich. So, jetzt geh Richtung Wasser, ich glaube, sie finden wir. Ich fotografiere einen, wo ist er? Unterm Boot, guck mal, komm weiter, weiter, weiter! Eier, macht gut. Noch seid ihr ja auch qualifiziert, würde ich mit 20,38 Sekunden unterbieten. Wie ich schon sagte, 27,11 Sekunden. Das schafft ihr. Aber dann lasst uns, wenn er weiterkommt, vielleicht nicht mehr so lange warten. Okay, okay, okay. Gültig, ihr seid weiter. Jürgen Berners, die Anna sucht dich. Das Zeichen ist da. Und die Glück, wer schießt fürs Wort? Sind gestartet. Viva Colonia zum dritten Mal. Also wenn es denen so kalt ist, holt ihr noch Zeit, dass du die hier runterkommen lässt, damit sie sich nochmal was wärmen können. Wassertemperatur von 28 Grad. Und ich glaube, die wollen noch schnell ins Wasser, so wie es aussieht. Das ist sehr gut. Leute, bleibt im Boot. Bleibt im Boot. Ja. Wow. 22,46. Leider keine Bestzeit, aber trotzdem wahnsinnig schnell. Sehr gut. Das Team weiß wir, kommt nicht so gut von der Bahn ins Wasser. Ich bin gleich ein Mal. Oh, der kann nicht lenken. In dem Boot sind die Massenschiffer. Marcel, Bacco, Damian, Martins und die sind aber schnell. Ihr seid sehr schnell. Oh, 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 oh. 21,71 Sekunden. Vorbei, aber damit wird es schwer für die anderen in eurer Gruppe eine Runde weiterzukommen. Also kommt gemein an euch. Also ist das hier angenehm, in dem Boot zu fahren? Du bist ein Junge unterm Arsch, das geht halt besser, oder? Ja, dann viel Spaß und toi, toi, toi. Also ich gebe jetzt hier das Mikrofon mal an den Chefredakteur von Radio Euskirchen. Der soll sein Team hier selber mal runter moderieren. So, Herr Euskirchen. Ich stehe hier, da will ich fotografieren. Mal. Ach du doch mal, du machst das viel besser als ich. So, die Jungs sind unterwegs und hier oben sieht das sehr gut aus. Okay, sie haben sich vorgenommen, relativ schnell zu sein und im Boot zu bleiben. Das ist ihnen leider nicht gelungen. Oh Gott, keiner von den dreien ist noch im Boot. Und die Buddies, die sie alle haben, die saugen sich natürlich jetzt auch noch böse voll Wasser. Und jetzt bin ich auf die Zeit gespannt.
Er hat sich vorgenommen, unter 30 zu bleiben, das ist schon mal nicht gewesen. Hier oben fehlen noch Boote, Jochen, also die nächsten Teams fehlen. Ja, ah, die Fahrt war gar nicht schlecht, 28,11 Sekunden. Oh, in der Bahn war der wirklich schnell. Allerdings hat er ein bisschen platt gefahren. Jetzt kann er nur noch Michael Groß, der Mr. Butterfly retten. Der liegt in unten, das sind alles Männer, ne? Auf jeden Fall einer, dem gleich eine Popo tut. Die haben das ja schon im Griff hier. Hat sich nur aber gut gepackt. Leute. Ein schwarzes Motorrad hat funktioniert. Eingeknickt. Salto mortale, spektakulär. Die Jungs, die haben nur den Max im Auge. Jungs, ihr müsst noch Boot fahren. 31,06 Sekunden benötigte das Team Alperinia. Ein Wasser kommt nur nach gut 18 Sekunden, aber das ist ein gutes Wasser. Jetzt der Stelle an den Wasser. Das sind ganz... Oh, scheiße, Leute. Mein Gott, das ganze Elfe beklagt. Hier mit der schnellsten Zeit von 22,0 Sekunden das Team von Schaller B6. Und die zweite Mannschaft, die sich qualifizieren konnte, ist das Team Lüstennebel. So, jetzt hat... Hoffentlich ist oben angekommen. Carlo, wie sieht das aus? Oh, das sieht sehr gut aus. Also sind wir da? Du glaubst gar nicht, wie gut das aussieht. Timo, haut sie noch ein bisschen fest. Ja, genau. Und derzeit rufe ich noch gerade die Gruppe 6. Mach das. Lass dir Zeit, Jochen. Lass dir Zeit. Ja, ich rufe. Ruf nochmal alle Gruppen auf zur Sicherheit. Nur die Gruppe 6 wird jetzt auch noch oben gerufen. Und zwar aus Schmidtheim. Das Team, die Lederjacken, aus Gemünd, einer geht immer Baden 2, aus Eicherscheid, Vorbau AG 2. Okay, Team Vorbau ist unterwegs. Hoffentlich werden die nicht nass. Ist das mit Onkel Werners Werkstatt? Nee, das ist eindeutig Vorbau, was wirst du jetzt sehen? Achso, du hast die... Das bedeutet, dass wir uns leider von euch verabschieden müssen. Aber einen Trost habt ihr es. Im Moment sind jede Menge Kameras auf euch gerichtet. Hier wird keine Hoffnungsläufe, Jochen. Da können wir ja vielleicht Bregelberg ändern. Gut. Das ist Steiner mal meldet. Oh, die kommt nur ja. Schöne Grüße, ne? Auf der Totwart jetzt kommt, oder? Ja. Oh, die drei von Schiller knicken ein. 0,02 Sekunden. Das dürfte schwierig werden. Schade, aber die Fotografen sehen euch kommen, achten sehnsüchtig auf euch. Und die Zeit halten ja an nach 33,55 Sekunden. Das verbieten, sonst sind sie weg. Sie sind weg. Es wird so hoch, es wird langsam tun. Sind die Quetsche schnell, oder? Ja, die brauchen doch eigentlich ja kein Boot, die können doch auf ihren, darf ich das sagen, auf ihren Eiern runterrutschen. Darf ich das sagen, Jochen? Oh, Carlo, ich gebe dir kein grünes Licht dafür. Ich weiß, dass die Kinder sind, du siehst die nicht. Okay, dann sag es nicht. Das Ficken darf mir auch nicht sagen. So, der erste Pin ist sitzt. Der zweite schiebt sich jetzt von hinten an den Rand. Noch der dritte Penis schiebt sich jetzt im Boot. Penis mit Badelatschen, habe ich auch noch nicht gesehen. So, die drei sitzen. Die sind was steif, muss ich sagen. So, die sind unterwegs. Mal gucken, ob da was rauskommt. Also, es muss mindestens eine Zeit von 29,58 Sekunden unterboten werden, um sich für eine weitere Runde zu qualifizieren. Gelingt's? Gelingt's nicht. Es sieht schlecht aus hier. Aber vielleicht habt ihr eine Chance, den Kreativpreis zu gewinnen und euch vom Kron und Schuhmacher beschallen zu lassen.
Hört mal, ihr habt da irgendwas verloren. Also wenn das eine Kappe wäre, wäre mir egal, wenn sie weiter rumschwimmt. Aber das Ding, was da, das holt das bitte raus. Bitte, hast du unsere Sprung in der Tolle? Jochen, stehen die drei oder hängen die? Moment, schwimmen sie, hängen. Jetzt will er mal an das Team MFH. Und ihr seid gut, ihr seid gut. Hey, was denn Scheiße? Komm, ihr habt eine Chance. Boot und Kack, nix und Gülte, jetzt nix und Gülte. Boah, ihr kennt Pitt nicht. Pitt ist streng, Pitt schmeißt euch raus. Der Timo zieht sich hier an Ochsen. Also die haben mehr Boot im Wasser als unten im Weiher. So, also Achtung da unten. Heiligsflächle. Uiuiuiui. Guck mal, wie der Horst sich an dem Erik fesselt. Ja, aber sie sind in der Bahn schnell unterwegs. Also da gibt es nichts. Und 21,1 Schwimmer aus dem ersten Lauf. Wahnsinn! Hey! Hey! Jochen, weißt du eigentlich, aus welchen Zutaten so ein Kalkgewinner besteht? Hey, aber du musst mir sagen. Hey, das weiß ich jetzt ausnahmsweise auch nicht. Jetzt gilt es für das Team Eicherscheid 5, eure Zeit von 27,11 zu unterbieten. Wenn dieses gelingt, ist Eicherscheid 5 weiter. Wenn nicht, dürft ihr noch mal. Und verboten werden, dann hat man Chancen, ja, so habt ihr keine guten Chancen. Boah, das sieht ja auch, 35, habt ihr schon hin. Schnell! Pitt sagt, die Fahrt war in Ordnung, 32,72 für euch. Und ja, jetzt werden wieder Fotos gemacht da unten, wa? So, die zwei lustigen drei sind Startler, sitzen alle drei im Boot. Hey. Das Boot in der Bahn ist schnell unterwegs. Hua! Sah gut aus, sah gut aus. Oh, der Theaterverein ging über Bord, zumindest Bömmes. Bömmes rettet Anna. Bömmes alles ja. Versuchen sie eine Menschendecke zu machen. Anna scheint aber auch ein wenig Wasserscheu zu sein. Die Fahrt ist auf jeden Fall wildlich und wurde gestoppt nach 35,36 Sekunden. Was soll ich dazu sagen? Das reicht nicht. Leider müssen wir uns vom Theaterverein aus Taiwan verabschieden.